Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute den neuen Killer, den Oni. Und den spiele ich mit seinen drei einzigartigen Perks. Das wäre einmal Blutecho. Damit erleiden alle Survivor, beziehungsweise wenn ich einen Survivor aufhänge, erleiden alle Survivor Erschöpfung und Blutung. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für verletzte Überlebende gilt oder wirklich für alle. Dann der zweite Perk ist die Sunshine-Taktik. Damit, ihr seht schon, kann ich alles sehen, kann ich Paletten sehen, kann ich Fenster sehen. Alle möglichen Positionen, an denen Survivor rüberspringen können. Aber wenn ich einen Survivor verletze, hat der Perk einen Cooldown von einer gewissen Zeit. Hier war doch jemand. Ruin hätte ich auch noch dabei gehabt, ja. Haha. Was aber jetzt schon weg ist, hier war doch irgendwo jemand. Naja, egal. Ich will mich da jetzt gar nicht so lange aufhalten. Und der letzte von seinen einzigartigen Perks ist... Oh, da muss ich mal schnell hin. Da arbeitet noch jemand dran. Nein, doch nicht. Ist Nemesis. Jedes Mal, wenn ich geblendet werde oder gestunt werde, wird einer der Survivor meine neue Besessenheit. Ah, da sieht man's. Ja, das ist die Fähigkeit. Einer der Survivor meine neue Besessenheit. Und jedes Mal, wenn die Besessenheit wechselt, Moment kurz, ich muss mich hier gerade ein bisschen auf die Jagd konzentrieren. Jedes Mal, wenn die Besessenheit wechselt. Sekunde. Sehr schön, da liegt die erste. Ist die Besessenheit erleidet unter dem Statuseffekt ahnungslos und K.O. Ach, K.O. Wie heißt das? Sekunde. Ach, jetzt bin ich hier mitten in der Jagd und versuche wieder zu erklären. Ihr kennt das Problem bei mir. Ahnungslos und erschöpft. Nicht K.O. So rum. So, da liegt der zweite. So, und jetzt zur eigentlichen Fähigkeit, unabhängig von den Perks. Wenn ich einen Survivor verletzt, verliert der Blutkugeln. Das sind die roten Dinger, die ich die ganze Zeit eingesammelt habe. Und lade damit meine Kraft auf, so wie Ghostface oder Michael beim Stalken. Wenn die Kraft voll ist, kann ich... Ich habe jemanden gehört. Naja gut, sollen sie halt von mir aus machen. Und jedes Mal... wenn die Leiste voll ist, kann ich meine Fähigkeit benutzen. Das nennt sich Yamaokas, beziehungsweise Blutzorn. Und Blutzorn aktiviere ich jetzt. Da wird aus meinem Schwert wird ein riesen Knüppel. Und mit dem Knüppel kann ich Survivor one-hitten. Aber ihr seht, schade. Der Schlag muss aufgeladen werden, das dauert ein bisschen. Aber mit dem Schlag kann ich one-hitten. Ja, das funktioniert gerade alles nicht so, wie ich es gern hätte. Außerdem kann ich den Dämonensprint benutzen. Oh Gott. Okay, das ist gar nicht so einfach zu lenken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hat so ein bisschen was von Kettensägen-Sprint von Billy. Okay, jetzt ist meine Kraft komplett unnütz abgelaufen. Und die haben schon drei Generatoren fertig.
Ich will jetzt auch keine meisterhafte Runde abliefern. Werde ich sowieso nicht wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Ich wollte einfach nur mal so auf die Schnelle den neuen Killer zeigen. Hi. Das ist übrigens die neue Überlebende. Das Schöne an den Blutkugeln ist allerdings, dass man damit die Survivor sehr gut verfolgen kann. Also alles, was Kratzspuren oder sowas reduziert an Perks, bringt halt nichts, solange ich einfach den Blutkugeln weiter folge. Die neue Überlebende hat auch ein paar sehr nette Perks bekommen. Aber das heißt ein paar. Ich weiß gar nicht, ob ich noch alle zusammenbringe. Auf jeden Fall werde ich die auch noch spielen. Solange die Beta läuft. Die kann zum einen kann die umgestoßene Paletten wieder auffrischen. Was meiner Meinung nach schon ziemlich stark ist. Was den Killer auf jeden Fall ermutigen sollte, umgeworfene Paletten zu zerstören. So, ich will jetzt die Stärke unbedingt mal benutzen. Jetzt eskaliert der mal komplett. Okay, die hat gerade die Palette neu hingestellt. Oh Gott. Oh, ich stelle mich hier an, als würde ich das Spiel das erste Mal spielen. Okay, ich wurde gestunt. Jetzt hat sich die Besessenheit geändert. Die verfolge ich jetzt auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wenigstens einmal den Schlag durchspringen kann. Geil! Und dann haut er noch öfter zu. Das heißt, man kann damit durchaus mehrere Survivor erwischen, wie zum Beispiel mit der Kettensäge von Leatherface. So. Also der ist gar nicht so leicht zu lenken während dem Sprint. Da wurde gerettet. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich den letzten Generator irgendwo durchziehen. Obwohl, ich kann mal gucken, was ich da noch so machen kann. Oh ja. Sehr geil. Da vorne ist noch ein Generator. Und dann sprinten wir mal dahin. Aber hier ist niemand. Okay, dann... Oh Gott. Oh Gott. ja, hi. So. Man kann am Ende von dem den Sprint quasi mit diesem Schlag beenden. Oh, man kann damit auch Paletten zerstören. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Macht aber Sinn. Weil er damit sehr viel Power zuschlägt. Sorry, Schätzchen, ich will dich eigentlich nicht tunneln. Oh. Oh Gott, ist es auch noch die? Die einzige, die ich jetzt die ganze Zeit erwischt habe. Offensichtlich schon. Oh, das wird wieder... Die werden mich wieder hassen. So, die schole ich mir jetzt auch mal. Ich glaube, das kann unfassbar wichtig sein, wann man die seine Stärke benutzt. Weil jetzt zum Beispiel habe ich hier zwei verletzte Überlebende. Da macht es keinen Sinn, zu versuchen, die zu one-hitten. Jetzt ist hier der Haken im Weg, ey. Ich lach mich ja kaputt, ne? Ich stelle mich hier an. Hätte ich das Spiel noch nie gespielt. So, die hat die Palette gewastet. Das war mir klar, dass sie die jetzt umwirft. So, und du liegst jetzt auf dem Boden. So. Meine Kraft ist voll. Wir haben einen Verletzten und einen Gesunden.
Wenn mir der Gesunde jetzt über den Weg läuft. Ah, hier ist die Kate. Die ist verletzt. Okay, nein. Wo wurde der Generator angemacht? Okay, an dem Ausgang ist niemand. Oh, da vorne ist ja auch ein Ausgang. Hätte ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich mache erst die Palette hier kaputt. Weil ich glaube, von dem Ausgang aus werden die noch öfter hierher rennen. Ja. Ich benutze mal Blutzorn. Natürlich ist die verletzt. Ich will den Gesunden. Wo ist der gesunde Überlebende? Okay, dann sprinte ich mal an den Ausgang. Okay, da ist keiner. Das ist alles überhaupt nicht so leicht. Ist jetzt erstmal Gewöhnungssache. Oh nein. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, dich hebe ich auf. Oh, dich hebe ich sowas von auf. Ich habe ein gelbes Mori dabei. Ein gelbes. Wenn der letzte jetzt rausgeht, kann ich es leider nicht zeigen. Aber ich sammle jetzt ganz viele. Ich aktiviere wieder Blutzorn. Da vorne ist Kate. Okay, oh Gott. Ne, die kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Komm, 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 komm. Ach, schade, 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 schade. Ach, schade. Okay, die Runde ist tatsächlich doch noch ein bisschen spannender geworden jetzt am Ende. Da geht noch wesentlich mehr. Da wird auch noch wesentlich mehr kommen. Der macht Laune. Ist... Also, das sieht vielleicht ziemlich stark aus. Hier rennen, zuschlagen, ziemlich sicher. One-Hitten und so weiter. Aber ich finde, der lässt sich nicht so leicht spielen. Gefällt mir bis dahin eigentlich sehr gut. Mal gucken, was man noch mit Addons und anderen Perks und so weiter rausholen kann. Ah, hier sieht man die Perks von der Überlebenden. Ach ja, stimmt, das kann die ja auch. Wenn die quasi um Killer drumherum rennt, bekommt der Survivor Eile und bewegt sich schneller. Das ist jetzt auf 1. Das wird sich natürlich noch ändern, die Bewegungsgeschwindigkeit. Und derjenige, der sich frei wiggeln will, wiggelt sich schneller frei, solange man in diesen 6 Metern ist. Das finde ich schon ziemlich cool. Damit kann man sein Team ultra unterstützen. Und dazu noch blocken und... ja, da geht was. So, hier ist der Perk, dass man Paletten wieder aufstellen kann. Den dritten haben die leider nicht dabei. Ne, Paletten. Ich stelle mir jetzt schon eine SWF-Gruppe vor. Aus 4 Leuten, die alle Paletten wieder aufstellen können. Oh Gott, ich glaube, das wird nervig. Ja, die kann das auch. Das waren jetzt 3 Leute, die das wieder konnten. Okay, also der Killer macht auf jeden Fall mega Spaß. Sagt mir mal eure Meinung zu dem. Wie gesagt, es wird noch ein bisschen mehr kommen. Ich werde noch ein bisschen üben und das Mori will ich unbedingt auch noch zeigen. Ich habe leider kein grünes und kein rotes bekommen. Deswegen wollte ich es mit dem gelben probieren. Aber gut, habe ich halt Pech gehabt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Falls nicht, dann sagt mir bitte warum. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch mal ein Abo da. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein!